Unsere Stärke über die ganzen Jahre war einfach, so flexibel zu sein, dass wir sagen, wir nehmen die Besten, egal welche Stärken sie haben, egal mit welchen Stärken sie es machen, und die versuchen wir auszuspielen. Und so machen wir das mit den vier Neuen jetzt auch. Ich arbeite da auf das Ziel seit 2006 eigentlich darauf hin, dass ich es mal schaffe, in Deutschland Achter zu sitzen, und jetzt habe ich es endlich geschafft, und kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl eigentlich. Ich will mit dem Achter so schnell wie möglich rudern und ja, versuche so viele Rennen wie möglich zu gewinnen. Trotzdem sind die, in Anführungsstrichen, Älteren, die jetzt die Erfahrung haben, auch die Erfolgserlebnisse haben, ganz wichtig, weil das nimmt man natürlich mit und strahlt dann auch auf die anderen aus. Ich gehe jetzt zwar als Olympiasieger an den Start, aber als auch einer von vielen, der den Weltmeistertitel gewinnen will, und ich glaube, das ist unser klares Ziel. Ziel ist jetzt erstmal 2016, und ich versuche dann natürlich dann auch mit den jungen Leuten dann da auch wieder dann wirklich den Erfolg von 2012 zu wiederholen. Das ist ganz klar. Nach Olympia ist vor Olympia, das wissen wir ja auch. Wollten mich ja gar nicht reinschmeißen, habe ich gesagt, hey, das ist Tradition, das macht man die ganze Zeit, seit über 100 Jahren so. Und dann war ich auch schon im Wasser, da ließen sich die Jungs zum Glück nochmal zu so einem Spaß hinreißen.